Mein Name ist Dieter Küpper, ich bin Mediziner aus Essen und gehöre zur IPPNW. Das weiß natürlich keiner, was ist das? Das sind die Ärzte in sozialer Verantwortung und Ärzte, internationale Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges. Diese Gruppierung hat etwa 10.000 Mitglieder als Ärzte in Deutschland, weltweit über 100.000 und hat 1995 den Friedensnobelpreis bekommen. Wir sind Teil des Koordinationsgruppe hier für Palästina, zusammen mit Pax Christi, deutsche Sektion, Sie sehen das links von uns, die internationale katholische Friedensbewegung. Wir stehen ja heute und seit einigen Tagen etwas ratlos, wenn wir eine Erklärung für das Verhalten des israelischen Militärs suchen. Lassen Sie mich zitieren, es ist nicht viel, sind etwa 6 Sätze von einem Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem, Professor Zimmermann. Er schreibt über das Rollenimage der Israelis. Ich zitiere, Israelis, Juden sind stets Opfer. Die Täter stehen immer auf der anderen Seite. Die Menschen in Gaza werden nicht als Opfer einer Blockade gesehen oder wahrgenommen, sondern als Opfer der eigenen Entscheidung, Hamas gewählt zu haben. Das ist also, Sie sind Zeitungsleser und wissen, dass das die radikalere der beiden politischen Gruppierungen in Palästina ist. Eine solche mentale Haltung lässt wenig Sympathie für die humanitäre Hilfe für Menschen in Gaza zu. Ein Volk, das dürfen wir Deutschen ja nicht vergessen, bei aller Verbitterung und Kritik an dem Verhalten der Soldaten, ein Volk, das das Shoah-Trauma zum höchsten Wert erhoben hat, kann keine Zweifel haben. Hamas und Gaza bedrohen Israel und die Friedensbewegten auf der Marama, also das türkische Schiff, waren gewalttätig. Das so ein bisschen zum Verständnis, weil wir nicht die Israelis, jedenfalls das israelische Volk, total auf die Anklagebank setzen wollen. Ich habe selbst vor 19 Jahren zu einer Gruppe gehört, die medizinische Hilfsgüter im Wert von etwa 1 Million D-Mark damals in den Irak gebracht hat. Wir haben damals Unterstützung von vielen Kollegen hier in Essen bekommen. Wir haben diese Hilfsgüter gebracht in Krankenhäuser in dem Irak. Das war nach dem ersten Irakkrieg. Ich erinnere daran, dass Saddam Hussein damals noch unumstritten nach dem ersten Krieg Staatspräsident war. Wir haben diese Hilfsmittel abgegeben, haben viel Dankbarkeit erfahren. Wir haben das getan, obwohl der Irak damals eine Diktatur war. Auch man könnte Vergleiche ziehen und Gaza wird diktatorisch regiert. Und trotzdem, die Menschen leiden sehr darunter, unter diesem Embargo, unter diesem Boykott. Ich brauche das nicht wieder zu wiederholen. Es ist eben schon angesprochen worden. Von den aktuellen Meldungen her, ich habe Radio gehört um 9 Uhr, um 10 Uhr, Sie haben es auch schon gehört, um 9 Uhr waren die Telefonverbindungen gekappt, sicherlich auf Betreiben der Israelis. Um 10 Uhr wurde gemeldet, dass etwas gestritten wird oder heftig gestritten wird zwischen dem Schiff aus Irland mit der Friedensnobelpreisträgerin von 1976, Meghaya, die auf diesem Schiff ist. Und zwar müssen wir jetzt abwarten, es sind ja internationale Journalisten auf dem Schiff, was dort passiert. Es geht einfach um den Kampf, um die Weltöffentlichkeit, um die öffentliche Meinung. Interessant, Hintergrund, was haben die Israelis eigentlich getan mit der ersten Flottille? Es waren 10 Boote, sollten da sein, es waren aber nur 6 bis 8 präsent. Und ranghohe Israelis haben zugegeben, dass mit technischen Mitteln beeinflusst worden ist. Das heißt, es wurden technische Störungen manipuliert an den Schiffen. Das ist von Seite der Israelis vielleicht, hat das einen gewissen Sinn und Logik. Und wenn die alle Schiffe lahmgelegt hätten, dann wäre es nicht zu dieser Attacke gekommen. Für uns stellt sich die Frage, was können wir eigentlich tun? Ich verweise in diesem Zusammenhang auf die Internetorganisation AWATS,
www.israelis.de. Die haben seit dem 1.4., Entschuldigung, seit dem 1.6. haben die eine Aktion geschaltet mit den Forderungen, die wir gerade gehört haben, und haben bis heute 400.000 Unterschriften. Ich habe den Eindruck, dass das auch auf unsere Politik einen Einfluss hat. Das Ehrenmitglied der IPPNW, Professor Gottstein, hat an den Bundesaußenminister geschrieben und hat in ähnlichem Sinne sich geäußert. All diese Aktionen können etwas bewirken. Wir sind nicht total hilflos. Zum Abschluss zwei, drei Sätze. So traurig das alles ist und auch noch sich weiterentwickeln kann. Wir wissen ja auch nicht, ob die Blockade kurzfristig aufgehoben wird, aber laut Süddeutscher Zeitung soll sie gelockert werden, was schon eine gewisse Hilfe ist und nicht primär aus israelischer Entscheidungsfreudigkeit entstanden ist, sondern auf öffentlichen Druck, auch in befreundeten Ländern, Türkei, USA. Wir alle Betrachter, wir können diese Tragödie nicht rückgängig machen. Doch wir können diesen düsteren Moment in einen Wendepunkt verwandeln, weil die Blockade des Gazastreifens und die Lebensumstände im Gaza, ich scheue mich nicht als Mediziner zu sagen, der auch relativ geschichtskundig ist, das ist ja ein fürchterliches Ghetto, was dort besteht, und die Menschen leben ja offensichtlich in Verhältnissen, die zu dieser Beschreibung eines Ghettos passen. Wir können für Gerechtigkeit und Frieden einstehen, wenn wir uns dieser Bewegung anschließen und hoffen, dass die Politik reagiert, dass die Weltöffentlichkeit reagiert, dass die Journalisten, die auf dem jetzigen Schiff sind, die Berichterstattung verbreitern, objektiver gestalten, mit mehr Sympathie für die zurzeit Unterdrückten. Letzter Satz, wir sollten dabei nicht vergessen, dass Israel in einer besonderen Situation ist, die Menschen, die dort leben, und dass wir Deutsche ein besonderes Verständnis dafür haben müssen. Das entschuldigt aber nicht, wenn wir kritiklos zusehen. In diesem Sinne freue ich mich, dass diese Veranstaltung hier zusammengekommen ist. Die absoluten Teilnehmerzahlen sind vielleicht nicht so entscheidend, aber wir haben selbst gute Kontakte untereinander. Wir haben auch Kontakte zur Politik und sollten diese nutzen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Schönen Dank, Herr Kucker.